darf dich ganz herzlich begrüßen zum aktuellen Beitrag zum kommenden Vollmond im Zeichen Zwillinge. Zwillinge wird beherrscht vom Merkur, dieser ist im Zeichen Schütze und auch die Sonne. Das bedeutet insbesondere ganz stark, dass wir uns mit unseren Visionen, mit dem großen Ganzen unserer geistigen Ausdehnung beschäftigen dürfen. Das Thema ist halt nur, inwiefern das Geistige nicht auch eine Illusion ist oder oft eine Illusion ist. Wir kennen diesen Monkey Mind, diesen Affenverstand von Eckhart Tolle, und der mag uns hier alles Mögliche einreden, und es kann wichtig sein, dass wir nicht alles glauben, was wir denken, weil die Quelle unserer Gedanken hier einfach zu untersuchen ist. Woher kommen meine Gedanken? Und diese Gedanken sind, wir hatten die ganze letzte Zeit eine starke Ballung im Zeichen Skorpion, und diese Gedanken sind dadurch natürlich nicht immer ganz rein, nicht rein von all den Einflüssen, die wir im Außen erleben, durch äußere Effekte wie Werbung, Gesellschaft und natürlich auch das, was unsere Sippe betrifft. Das alles prägt uns. Und das zu sortieren mag eine wichtige Aufgabe sein, um zu unterscheiden, was ist meine Gedankenwelt, meine wirkliche gereinigte Gedankenwelt, und was an Gedanken kommt von äußeren Reizen und von äußeren Einflussfaktoren. Und diese äußeren Reize natürlich sind durch das Zeichen Schütze stark auch geprägt von gesellschaftlichen Einrichtungen wie Religionen, die uns das Geistige sozusagen ein bisschen abnehmen, oder versuchen sie zumindest, oder versuchten sie über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende, und bis wir merken, das Geistige in uns zu finden, ist vielleicht der bessere Ausdruck dessen, was wir hier tun können. Wir hatten lange Zeit das Prinzip Merkur auch in Verbindung mit Neptun, nun haben wir Mars-Neptun, und Neptun ist die höhere Oktave dessen, was die Geistigkeit, die Liebe betrifft, und all das, was da in uns hier sich auf einer höheren Frequenz zeigt, was jetzt in vielen Fällen immer spürbarer wird, mag mehr und mehr die Qualität haben, dass sie die Führung übernimmt. Das heißt, das Prinzip haben wir jetzt auch bei diesem Vollmond, oder dieses Quadrat von Neptun, Sonne und Mond, aufzuräumen mit all diesen Illusionen, all das, was unsere geistigen Qualitäten betrifft, zu sortieren, was ist tatsächlich mein wesentlichstes, innerstes, das hier sich gedanklich ausdrückt, und was von dem ist einfach übernommen aus der alten Matrix, um es hier auf den Punkt zu bringen. Die alte Matrix repräsentiert ein System, das hier über viele Jahrtausende patriarchal geführt wurde, ob Religionen oder gesellschaftliche Einrichtungen, Unternehmen, Konzerne, alle sind danach ausgerichtet, dass ein paar wenige sozusagen das dirigieren, was unten geschieht. Und das mag es durch diese ganz starke Ballung im Zeichen Steinbock eine große Prüfung erfahren. Das heißt, wir haben im kommenden Jänner 2020, genau genommen am 12. Jänner, hier diese Konjunktion von Pluto-Saturn im Zeichen Steinbock. Und viele, die wachsam im Außen sind, sehen schon die Bewegungen, dass sich hier gesellschaftlich, politisches einiges verändert. Das heißt, diese Reformen, die auch notwendig sein werden, finden bereits statt, und all das, was hier an Effekten wir spüren werden, wird uns wahrscheinlich etwas beunruhigen. Und je mehr wir zu unserer Wahrheit führen, je mehr wir unsere Gedanken gereinigt haben und ganz klar sind, was unsere Wahrheit betrifft, desto mehr haben wir uns konzentriert auf das Wesentliche, und das Wesentliche wird uns führen. Und das ist auch das Prinzip. Seit 3. Dezember ist der Jupiter im Zeichen Steinbock nun dann im Trigon mit Uranus. Das heißt, das neue Wachstum ist angesagt. Das neue Wachstum, das wirklich sich konzentriert auf das Wesentliche, auf das Notwendige, auf das Elementare, auf das Wahre, auf das Wahrhaftige. Nicht? Weil, was haben wir erlebt die vielen Jahre davor?
diesen Kommerzialisierungstrend. Wir werden mit Produkten überschwemmt, mit einer Welthandelspolitik konfrontiert, die die Frage aufwirft, wem dient das alles? Und den Konsumenten, den Menschen wird das sozusagen durch Werbung suggeriert, was sie alles brauchen. Und nun ist eine neue Zeit angetreten, dass wir das kritisch überprüfen und das wählen, was wirklich wesentlich ist. Und das wird die neue Zeit in sich tragen. Das heißt, dadurch die Effekte in der Wirtschaft werden groß sein, ob von der Seite betrachtet oder von anderer Seite, dass die Geldpolitik, die Währungspolitik hier einen krassen Effekt haben wird, wo die Notwendigkeit ohne dies gegeben sein wird, für die Menschen sich auf das Wesentliche zu beschränken, ist jetzt einmal dahingestellt. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass wie auch immer das Spiel laufen wird, wir uns gut beraten werden fühlen, dass wir all das, was nicht mehr relevant und essentiell ist, aus unseren Sinnen, aus unseren Kaufentscheidungen bringen. Und wenn wir auf das Wesentliche uns fokussieren, werden wir spüren, welche befreiende Qualität das in sich trägt. Eine wahre Befreiung findet statt. Neues Wachstum für eine neue Zeit, neues Wachstum aus dem Inneren heraus. Das heißt, wenn ich im Inneren danach schaue, was wirklich wesentlich ist, werde ich im Außen immer weniger finden, was ich tatsächlich brauche. Unter Anführungszeichen, immer mehr werden die Geheimnisse in meinem Inneren zu lüften sein, was wesentlich ist für ein wahrhaftiges Leben. Und das Prinzip von Steinbock ist genau diese Schwelle, Hüter der Schwelle heißt er ja auch in der Astrologie, von dem Weltlichen zu dem Transdimensionalen, zu dem Großen, zur neuen Matrix, zu einer Wassermann-Zeitqualität, die alle Menschen hier einladen wird, sich auszudrücken im Sinne des gemeinsamen Wohls, im Sinne eines Wir-Gefühls. Und das ist die Basis für ein spirituelles Wachstum, für ein geistiges Wachstum, der Verbundenheit, der Liebe. Und das ist dieses Prinzip mit Neptun, der uns hier in dieser Zeit zugegen ist. Die ganze Zeit spielt er uns die hohen Frequenzen, die neuen Frequenzen in unser Bewusstsein. Und das Bewusstsein mag hier insbesondere auch zu diesem Vollmond stark angeregt werden mit eben Neptun, Sextil, Venus, Saturn, Pluto. Und die Venus mit Saturn mag uns auch auf diese wesentlichen, wahrhaftigen Werte aufmerksam machen. Ob das nun materielle Werte sind oder Werte wie Liebe, ist einmal dahingestellt. Das große Prinzip dessen, was wirklich bedeutsam ist, wird überprüft. Und das, was uns wirklich nahe geht, darf bleiben. Das, was uns beflügelt, darf bleiben. Alles andere könnte sein, ist dem Verdacht da unterworfen, dass es konditioniert ist. Und dieses Prinzip dieses Aufbruchs mag uns eben vorbereiten jetzt auf das neue Jahr 2020, das bald vor der Tür steht. Und wir haben um diese Weihnachtszeit eine starke Ballung im Zeichen Steinbock. Das heißt, dieses Konzentrieren auf das Wesentliche ist eine wunderbare Voraussetzung auch für diese Rauhnächte, die ich heute auch begleiten werde in einem Online-Live-Format, weil ich es wichtig erachte, dass wir wirklich uns in diesen Prozess hineinbewegen, dass wir gemeinsam diese Qualitäten spüren, sie integrieren und etwas Neues ins Leben bringen. Die Rauhnächte haben letzten Endes auch dieses Prinzip des Stirb- und Werdeprozesses, Pluto, wir gehen in die Essenz mit Neptun und Uranus, das Neue kommt dann für das neue Jahr und dient mir als Leuchtturm, als wesentliche Botschaften aus diesem Prozess und das wird es heuer sehr dringend brauchen. Und Uranus hat auch zu tun mit den neuen Medien und Jupiter, dass wir auch die neuen Medien einsetzen für dieses Multiplizieren, Inspirieren gewisser Botschaften. Ich habe das auch jetzt begonnen vor über einem Monat und ich erfreue mich sehr dieser Formate, weil es anders ist als erwartet, nämlich es ist wunderbar lebendig, energiereich, die Menschen inspirieren einander und wir bilden hier kleine Kreise, wo wir zu unterschiedlichen Themen uns bereichern und insbesondere auch dem Steinbock-Prinzip natürlich gemäß steht das Thema Berufung, Eigenständigkeit mit dem Titel Spirit and Business stark im Fokus,
aber natürlich alle Formate, wo es darum geht, die Zeitqualitäten besser zu verstehen, besser zu spüren. Und dafür gibt es Möglichkeiten, wo du auch aktiv dich einklinken kannst in ein Online-Abendformat oder einen längeren Workshop, wo du ganz, ganz tief auch in dein eigenes Thema einsteigen magst. Nun, ich hoffe, ich habe dich inspiriert für diese kommende Zeit und ich freue mich ganz besonders, wenn dem so ist. Ich freue mich fürs kommende Jahr, dich motiviert zu haben, deine Wahrhaftigkeit hier mehr und mehr in Angriff genommen zu haben. Und ich freue mich, wenn du damit gute Dienste für dich in Anspruch nehmen konntest. Und habe eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir sehr.